Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ich habe noch mal ganz kurz ein Standbild. Gut, das läuft alles. Ich habe das jetzt nämlich mal ein bisschen anders gestartet und ich war gerade ein bisschen verunsichert. Ja, wir machen jetzt hier beim Zirkus weiter. Wie ihr seht, Windmelodie ist so langsam oder geht langsam Richtung Level 15. Und ja, was für ein Zirkus? Ich habe die Vorstellung noch nicht fertig. Aber vielleicht willst du ja mit deinem Pferd mal auftreten. Du kannst jederzeit zum Üben herkommen. Ich möchte Artisten aus der ganzen Welt auftreten lassen. Vielleicht wirst du auch einer von ihnen. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Zirkus. Hier bekommst du ein kleines Geschenk. Einen wunderschönen Hut als Dank für deine Hilfe. Okay, sag mal Hut. Ja. 900? Ich glaube, den verkaufe ich, weil ich finde ihn wirklich hässlich. Ich meine, man bekommt 900 dafür. Dafür kann man sich tolle neue Sachen kaufen. Okay, um in den Zirkus und auf dem Jahrmarkt, um in den Zirkus und auf dem Jahrmarkt zu kommen, braucht man immer ein Ticket. Egal, ob es eine Vorstellung gibt oder nicht. Das Ticket öffnet dir die Tür zur magischen Welt des Jahrmarktes. Das Ticket, das ich dir hier anbiete, ist ewig gültig. Du musst es beim Eingang zeigen. Willst du das Ticket haben? Warum nicht? Bitte sehr, Lehrer. Fühl dich wie zu Hause. Willkommen in meiner Welt. Ich will gucken. Na gut, hier geht es jetzt erstmal nicht weiter. Schade, weil ich dachte eigentlich, wir gucken einfach mal kurz rein, dass wir einen Transporter bekommen. Aber vielleicht wird das erst später was. Okay, das ist größer, als es aussieht. Das ist ja wirklich cool. Ups. Das ist ja wirklich ganz nett. Ja, doch, ein schöner Platz zum durch die Gegend rennen. Da ist ein Knopf, kann ich ihn drücken. Ganz kurz. Und jetzt passiert was. Jetzt kommt Konfetti. Okay, das ist wirklich niedlich. Ach, hier, dann sind wir jetzt ja schon ganz knapp nach der Quest weiter. Eigentlich wollte ich keine zwei verschiedenen Quests in ein Spiel, in einer Folge anfangen. Aber ich würde das jetzt ein bisschen dämlich finden, wenn ich jetzt nur noch Rennen machen würde. Deswegen reiten wir jetzt wieder hinter zu Lance oder besser gesagt zu dem Bäcker. Ich glaube, der hatte da irgendwie was im Angebot. Und machen dann damit weiter. Wie gesagt, den Hut verkaufe ich. Ernsthaft. Der gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Deswegen werde ich den, ja, das war ein bisschen zu knapp abgesprungen, werde ich diesen dann auf jeden Fall verkaufen. Ich meine, 900. 900, das ist sehr viel. Und der Hut hat nicht mal wirklich ordentliche Werte. Und Grüße an X von Herrn Y. Nee, gut, der wird auf jeden Fall verkauft. Wieso eiertest du denn so rum, Pferdchen? Ach genau, und was ich noch einbringen wollte, ich habe einen Reitclub gegründet. Und zwar heißt es, wo sieht man das denn? Funny Butterflies habe ich diesen Club getauft. Ja, keine Ahnung, ich fand irgendwas mit Butterflies und Funny fand ich eigentlich ganz schön. Also die lustigen Schmetterlinge, ich finde, das kann man durchaus mal nehmen als Namen. So, bin gleich da. Verkaufe jetzt erstmal diesen hässlichen Hut. Nee, der ist wirklich nicht hübsch. Ja, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Okay. Ach genau. Diesen Club habe ich gestern gegründet, weil irgendwie, es gab ja diese, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, wenn ihr das seht. Ich glaube, die Folge kommt am Sonntag und am Mittwoch, Donnerstag, gab es ja diesen Gutscheincode für 100 Grad Star Coins. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, damit ich jetzt nicht mehr eingeladen werde, ständig gründe ich jetzt diesen Club. Und ja, jetzt habe ich ihn. So, da haben wir sie. Ein Box mit Schokoladenherzen für dich. Wer ist denn diesmal der glückliche Lance? Oh, also du übergibst sie für eine Freundin. Das habe ich schon mal gehört. Okay. Was ist das? Ist die Schokolade für mich? Von wem? Wer kann das nur sein? Sind sie vielleicht von Mary? Wage ich mich, das zu hoffen? Du liegst da voll und ganz richtig, Lancy. Du bist so geheimnisvoll. Wer auch immer die geheime Verehrerin ist, ich will einen Liebesbrief an Mary schreiben. Okay. Aber wie schreibt man denn einen guten Liebesbrief? Kannst du mir nicht helfen? Nein. Rosen sind rot, Veilchen sind blau,
Wenn ich sage, auf ins Restaurant, sagst du dann genau? Was zur Hölle? Clara, ich hoffe, sie will auf ein Date mit mir gehen. Es ist mir etwas peinlich, aber ich hätte das ohne deine Hilfe nie hinbekommen. Ernsthaft? Jetzt bin ich ja auch fertig. Leute, das kann doch hier nicht angehen. Oh. Toll, wirklich ganz toll. Finde ich sehr ganz angenehm, dass ich jetzt am Freitag aufnehme. Kann ich nämlich die Folge am Samstag weitermachen. Dann mache ich jetzt hier wirklich nochmal ein paar Rennen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit unserer kleinen Windmelodie. Es ist unglaublich, wie schnell manche Quests hier enden. Ach, ich weiß dann, was wir noch schnell machen können. Wenn wir das Rennen fertig haben. Ich glaube, Corny oder Barney oder Marley oder wer auch immer das hat. Ich verwechsel diese drei Leute sowieso ständig. Der unten bei dieser Koppelbahn, der diese Rennen hat, wo es diese Pferdchen zu kaufen gibt. Wo wir auch schon mal ein Rennen mit ihm gemacht haben, wo wir da diese Erlaubnis freischalten mussten bei seinem Bruder oder den um Genehmigung bitten mussten oder was weiß ich. Der will was von uns. Und ich glaube, da reiten wir hin. Das ist ja ziemlich in der Nähe. Das könnten wir dann ruhig direkt machen. Ist ja sozusagen in der Nähe und geht vielleicht ein bisschen schneller. Obwohl ich dann so ein halbes Mischmasch schon in allen habe. Zum einen die Zirkusquest beendet. Dann jetzt mehr oder weniger die Quest mit Lance und Mary. So ein bisschen mehr oder weniger angerissen. Oder mit weitergemacht. Und dann erst noch die andere Quest. Das ist dann so ein bisschen Mischmasch. Aber wenn die Questen so komisch gelegt sind, kann ich ja nichts dafür. So, Steve, Dankeschön für dein Rennen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und dann gehe ich jetzt runter zu Marley. Ist das aber, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist Marley. Und dann mache ich dann morgen vielleicht hiermit weiter. Du sollst nicht stehen bleiben, du sollst weiterreiten. Das ist ja unglaublich. Und ich hätte andersrum rausreiten sollen, aber ist egal. Ich komme schon irgendwie zum Ziel. Hier hinten. Oh, genau. Dann habe ich da noch reichlich. Na nee, gut. Jetzt renne ich mich ein bisschen komisch, weil ich nehme gerade in meiner Freistunde, in meinen Freistunden auf. Ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen. Es ist gerade um 12 und ja, in eineinhalb Stunden muss ich wieder losgehen, weil ich um 2 nochmal für 1,5 Stunden Unterricht habe. So, Marley? Marley, oh, ich bin gut. Marleys neuer Plan. Howdy, Lara. Danke dir. Ja, danke du. Nein, danke, dass du mir beim Bau meiner Sprungbahn geholfen hast. Jetzt brauche ich nochmal Hilfe. Die Sprünge scheinen in allen Ehren, aber in der letzten Jorvik-Gazette stand etwas Überbarrelrennen. Das Schwierigste, das ich je gesehen habe. Ich habe bereits damit begonnen, eine tolle Bahn zu bauen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, wie das geht. Deswegen habe ich ein Regelbuch bestellt. Kannst du es für mich abholen? Derek von der Post sollte es bereits haben. Na klar, können wir das machen. Wir reiten hier rum. Machen wir doch sehr, sehr gerne. Was gibt es denn Schöneres, als Dinge abzuholen? Und dann, Derek ist hier unten. Ich hoffe, es gab keine Komplikationen. Hallo Lara, ja, Marleys Buch ist angekommen. Hier ist das Buch. Hier ist das Buch, das Marley bestellt hat. Wahlrennen scheinen echt cool zu sein. Wenn ich mich nur hoch im Sattel trauen würde, dann würde ich ja sofort versuchen. Ich habe heute Morgen ein wenig im Buch geblättert, als ich nichts zu tun hatte. Ich hoffe, das war okay. Bestell Marley schöne Grüße von mir. Viel Erfolg. Ja, und das werden wir hoffentlich haben. Ja, genau, dieses Wildpferdezeug kam hier rein. Ich weiß aber nicht, wann ich das anwende. Vielleicht dann mal gucken, wann es sich ergibt. Ich bin gespannt, was als nächstes reinkommt. Ich hoffe ja, dass endlich noch ein paar neue Tiere, die neben den Reiter oder neben dem Pferd herlaufen, reinkommen. Das würde mich sehr freuen. Jo, jetzt bauen wir die schwierigste Baulbahn in ganz Tjörvik. Du kannst mir helfen, Lara. Das wird super. Als
Erstens habe ich ein paar Fässer bestellt. Man kann kein Barrel-Run ohne Fässer veranstalten. James sollte sie ihm verpinter entgegennehmen und sie dann herbringen. Aber er ist noch nicht aufgetaucht. Kannst dorthin reiten und gucken, was los ist. Oh. Ja, ich mache mal schnell das Rennen hier. Jamesy, Jamesy, Jamesy. Das wird nicht gut. Okay, die Quest zieht sich auf jeden Fall doch länger, als ich ursprünglich dachte. Aber das ist ja gar kein Problem. Notfall mache ich halt einfach erstmal eine Pause. Aber ich bevorzuge dann auf jeden Fall erstmal die Quest von Lance und Mary morgen. Und mache dann im Anschluss, wenn die wieder eher fertig sein sollte, wenn wieder eine Pause reinkommt oder keine Ahnung was, mache ich dann hier mit Marley weiter auf jeden Fall. Der Gute wird nicht in Vergessenheit gedrückt, aber ich bevorzuge auf jeden Fall erstmal Lance und Mary, genauso wie ich immer Tan in den Hintergrund gerückt habe, bis ich ihr dann endlich mal geholfen habe, ihr Geld wiederzufinden. Neue Höchstleistung. Ich bin zwar immer noch ziemlich schlecht, aber hey, was soll's. Rein theoretisch bräuchte ich ja noch, könnte ich ja noch bessere Hufeisen auch besorgen. Und mein Pferd wird auch noch mal ein bisschen besser, deswegen ist das schon in Ordnung. So, dann reiten wir schnell nach Fort Pinter. Beziehungsweise wir fahren nach Fort Pinter, weil es sonst so lange dauern würde. Ja, mal sehen. Und wieso bleiben wir denn hier immer stehen? Ich finde das so nervig, dass immer Leute vorbei, die eine Quest haben. Oder bei denen man halt warten muss, dass man dann einfach daneben stehen bleibt. Das ist sowas von nervig. Fort Pinter, dann fahren wir mal hin. Mal sehen. Wie gesagt, ich hoffe wirklich auf neue Tiere, damit ich dann Wintermelody noch so ein Tier verpassen kann, damit sie dann sozusagen fertig ist und dann wirklich fertig ist mit der Ausrüstung, mit Accessoires und Tierchen und dass ich sie dann sozusagen in den Stall packen kann und mir dann ein neues Pferd holen kann. Apropos, ich glaube, ich werde aber trotzdem noch eine Weile warten, auch wenn sie jetzt schon Level 15 bald ist, bis die neue Rasse rauskommt. Ich weiß nicht, wann sie kommt, deswegen es könnte sein, dass sie nächsten Mittwoch kommt, übernächsten Mittwoch oder irgendwann anders am Mittwoch. Wenn sie nicht in den nächsten 14, ich muss mal gucken. Es sollten ja noch ein paar neue Pferde rauskommen oder wenigstens ein neues Pferd, da muss ich mal gucken, was ich da mache. Ach ja, die Fässer. Die habe ich fast vergessen. Leider ist etwas Dummes passiert. Der Fahrer dachte, ich hätte Firkroof gesagt und nicht Fort Pinter. Ach, ernsthaft. Der Lastwagen rief an und gesagt, dass die Fässer irgendwo zwischen dem Waldersee und Firkroof heruntergefallen sein müssten. Er sagt, wenn wir die Fässer haben wollen, müssen wir sie selbst suchen. Ich würde dir ja helfen, aber ich muss mich um die Touristen kümmern. Das Geschäft läuft gut. Deswegen habe ich keine Zeit. Du musst hinreiten und selber suchen. Viel Glück. Jetzt nicht sein Ernst. Zwischen Firkroof und dem was hat der Typ gesagt? Ups. Zwischen den Waldersee und Firkroof. Gut. Das würde ich aber gerne verschieben. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt nur noch das Rennen und dann beenden wir die Folge. Und dann, wie gesagt, mache ich nächstes Mal mit Lance und Mary weiter. Je nachdem, wie weit danach kommen, können wir dann noch auf Fässersuche gehen. Das auf jeden Fall. Aber ich mache das dann erst morgen, wie gesagt. Ich muss mich nachher noch um mein Pferd kümmern. Sonst vergesse ich das dann wieder und dann wird sie dann ein gelber Smiley werden. Was ja nicht unbedingt problematisch ist. Weil irgendwie ist man ein bisschen schneller, wenn man von gelben auf einen grünen Smiley wechselt. Habe ich so ein bisschen in den Recherchen rausgefunden. Habe ich auch schon so gehört. Als ich es dann mal selber ausprobiert habe, oder besser gesagt, das war ja nicht beabsichtigt, dass das wirklich so passiert ist. Ich habe einfach ein paar Mal vergessen, mein Pferd zu füttern, als ich es dann wieder gepflegt habe. Und das dann wirklich der Tag war, wo es grün geworden ist, der Smiley, war ich halt wirklich schneller. Da habe ich Highscores gemacht auf Level 13, die ich jetzt mit Level 14 nicht hinbekomme. Auch wenn mein Pferd jetzt von der Leistung her eigentlich besser sein sollte. Und ich reite die Rennen auch nicht unbedingt großartig anders. Deswegen ist das schon ein bisschen merkwürdig. Das denke ich mal schon, dass daran liegt, dass man den Smiley wechselt. So. Aber wir sind ja bald Level 15, wie gesagt. Das heißt, es wird in Ordnung gehen.
Und ich kann mir beide neues Ausrüstungsteil im Shopping Center kaufen, das ist auch schön. Und dann freue ich mich schon wahnsinnig auf mein neues Pferd. Wie gesagt, bis jetzt ist es noch im Morgen. Aber wenn wirklich ein neues Pferd reinkommen würde, was mir super gut gefällt, als dem Morgen in den nächsten, keine Ahnung, 14 Tagen, sagen wir mal so, dann hole ich mir das Pferd zuerst und wurde morgen halt hinten angestellt. Aber ich denke mal, dass es zuerst im Morgen sein wird. Ich weiß es halt nicht, wie schnell jetzt neue Pferde kommen. Aber ich warte auf jeden Fall noch die nächste Woche ab. Cool, du bist wirklich super, Lara. Dankeschön. Ja gut, aber wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich jetzt von euch wieder verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Habt jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann voraussichtlich morgen in einer neuen Folge wieder. Habt bis dann eine wunderschöne Zeit. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.